Hallo und herzlich willkommen bei MPC. Heute geht es um das Thema Richtfunk Internet. Was bedeutet Richtfunk Internet? Bei Richtfunk Internet möchten wir einen Kundenstandort an das Internet anbinden. Was benötigen wir dafür? Zunächst einmal eine Richtfunkantenne auf dem Dach des Kunden. Diese ist per Richtfunkstrecke an die Richtfunkstation des Carriers angebunden. Von dort gehen die Daten in das Backbone des Carriers und dann entsprechend in das Internet. Was benötigen wir dafür? Der Kundenstandort muss eine Sichtverbindung zur Richtfunkstation haben. Diese darf nicht weiter als ungefähr 20 Kilometer voneinander entfernt sein. Dann können wir Bandbreiten bis 10 Gigabit pro Sekunde transportieren. Diese Anbindung Richtfunk Internet kann genutzt werden als Primäranbindung oder aber auch als Backup-Anbindung, zum Beispiel für eine bestehende Glasfaseranbindung, um diese redundant auszulegen. Wenn ihr mehr Informationen möchtet, klickt einfach auf den Link unterhalb des Videos.